Segelwinkel einstellen, oder was? Oder? Will Ja, kurz mit den. zurück. Hochfährte Zuschauer, Ja, aus alle dem labern machst du wieder es dann. durcheinander, aber das ist okay. Immer schön in die Richtung des Windes einstellen. Wir haben unsere Mission Wie mache ich gefunden. denn das? Das muss ich drücken. Das Ja, Schiff wenn ist. du hier dran bist, musst du E oder D drücken. Und wir hissen jetzt die Segel. Los geht's. Müssen wir uns irgendwie wieder zurechtfinden. Ich habe irgendwie das Ach Gefühl, das ist so. jetzt ein bisschen anderes Schiff als vorher, oder? Das kann nicht sein. Oder? Es ist das Na? gleiche. Was ist? Das Segel hinten ist mir nie aufgefallen. Okay. Aber keine Ahnung, ich habe hier bisher bloß den Kerker gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Bist du Komm immer noch im her, Kerker? Tom. Bist du immer noch Ja, im das sage ich Ja. seit Ich einer geh mal Viertelstunde. zu Will ich Alien Hunt. nicht um, dass ich endlich wieder raus will. Ich geh gehe mal zu die Alien Hunt. Helf Helfe ihm mal. Nein, geh zum mal. Hemd und helf ihm mal. Hol ihn mal. Sumo-Kadaver 009. Hilf mir, den Anker zu lichten. Geht schneller. Du Das Alien kannst haben sie das jetzt nicht wieder alleine. draußen. Siehst doch kräftig aus mit deinem schicken Haarschnitt. Ja, deswegen habe ich den genommen. Können wir Alien Hunter rausholen für Freilassung Ja, ich stimmen? würde sagen, das sollten wir auch. Ja, okay. Meine Crew und dann für Freilassung stimmen, Yep. Ah, jetzt konnte ich nicht mehr sehen, wie eingesperrt war. Zu schade. Alien Hunter, du gehst an die Karte. Ich esse jetzt erstmal Oder? Bananen. Ne, ich würde sagen, Tom, du gehst an die Karte und schaust, ob wir richtig fahren. Wohin müssen wir denn überhaupt? Wo ist die Karte? Die ist unter Deck. Und Hamster und Alien werden jetzt die Segel richtigen Winkel einstellen. Also, Hä? wo müssen wir hin? Wir müssen. Wo müssen wir denn hin? Weiß jemand, wo wir hin müssen? Ich habe schon markiert, alles auf der Karte. Dann geradeaus. Hier Ich glaube, geradeaus geradeaus. ist ein Stein, aber ich sehe ihn gerade nicht. Egal, Ja. geradeaus. Wir sind nicht die Titanic. Nach Nordosten halt. Wir fahren total Nordosten. gegen den Wind, so kommen wir echt nicht voran. Einfach Ja. straight Nordosten. Oh Mann. Ich will Bananen. Munitionskiste, Ich Ausrüstungstruhe. habe noch nie das Segel hier hinten gesehen. Krass. Ernsthaft? Ja. Ich dachte, es Hier gibt nur kannst du ja zwei. andere Waffen holen. Oh ja, stimmt, ich brauche eine Maßnahmen. andere Waffe. Und zwar das Scharfschützengewehr. Aber diese Pistole ist echt nicht toll. Wie kriegt man denn eine andere Waffe? Ich muss zum Arsenal Arsenal. gehen. Wo der Hamster jetzt ist. Kosmetiktruhe. Du nimmst eine Waffe, schießt auf Hamster und dann nimmst du die nächste und schießt wieder auf. So ist es. Genauso geht's. Ausrüstungstruhe, was haben wir da denn Schönes? So, und wir müssen außerdem die Kanonen füllen. Ich hoffe, dass wir heute den Krak mal sehen. Oder einen Raid. Ja. Eins von beiden möchte ich unbedingt nochmal sehen. Wie sieht's aus hier am Steuerrad? Boah, ich keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt Keine auch Ahnung. das Sniper. Wohin müssen wir denn Ups. überhaupt? Ja, Wo geh mal weiter? zur Karte, dann wirst du schon sehen. Einfach Okay. weiter. Einfach weiter. Fool's Lagoon. Da müssen wir jetzt ein kleines bisschen weiter nach Norden. Nach Bist du der Nord-Nordost. König der Welt, Alien? Willst du hinter mich treten? Ja. Echt toll. Dann werfe ich dich hoch. Komplett Norden? Jubel! Du bist der König der Welt. Jubel! Wie macht man das immer so genau? Hör auf, durch die Gegend zu schießen. Es geht nur nach hinten los. Alter. Ups, das war geil. Außerdem sollten Wir wir noch die sollten Laternen friendly heißen. ausschalten, damit uns niemand sieht. Als ob das Schiff jemand daran erkennt, dass hier so eine kleine Laterne leuchtet. In der Nacht auf jeden Fall. Deine Nacht. Das ist irgendwie total nervig. Immer wenn ich was mit Linksklick anklicke, dann schießt er automatisch. Ach so, man muss gar nicht draufklicken. Ah, ach so. Ja. Ja. Vielleicht, wenn man das nur anberührt, tut. So, ich setze mich jetzt mal genau hier hin. Wenn mir Hilfe braucht, sag Bescheid. Fernglas, Laterne. Sind wir richtig? Da rechts ist die Insel. Da rechts. Dann halt, rechts, rechts, schaut nach drei. Steuerbord. Ah.
diese Richtung rechts. Steuerbord! Einfach Anker. Steuerbord, nein, wir müssen da hinfahren, sonst müssen wir wieder so ewig schwimmen und dann kommen irgendwelche anderen Piraten und klauen uns alles und töten uns. Okay, einer bereit, einen Anker zu setzen. Ja, könnt ihr die Musik auch hören? Ja, wir sollten den Anker setzen. Okay, Anker ist gesetzt. Alle Skelette! Auf sie mit Gebrüll! Oh, ich wollte ihn gerade anschießen und dann. Ja. Ich kann gar nichts. Da, einer ist kaputt geschossen. Ich bleib hier auf dem Schiff und schieße von hinten ab. Zwei kaputt. Schnell, bevor die Bananen ist. Dieses komische Skelett will Bananen essen. Warte kurz. Was hab ich schon? Erledigt. Haben wir irgend so einen legendären Helden besiegt gerade oder was? Ja. Ja. Ich habe übrigens einen besonderen Schädel gefunden. Kann ich den zurück zum Schiff bringen? Da ist noch ein Skelett, warte. Was kommen wir mal? Keine Munition mehr. Wir müssen zwei sein auf der Insel. Ja, aber den einen Kopf bringe ich jetzt schon mal zurück. Ich krieg das schon hin, die können ja eh nichts. Ich geh mal kurz neue Munition holen. Wo gibt's, wo gab's denn die da mal? Hä? Wie kann ich denn so einen komischen Schädel ablegen? Mit X. Oh. Ah. Verstanden. Was bringt der Schädel? Ja, Geld und Reichtümer. Dann können wir uns ganz toll fühlen. Jeder Schuss ein Treffer. Puh. Wirklich? Sehr gut. Das kannst du dann nutzen, wenn wir gegnerischen Schiffen begegnen. Echt? Captain Jessica Bonebreaker. Ich kann bestimmt besser schießen als, als du Hipster. Hier sind Bananen. So, einer sollte auch immer auf dem Schiff bleiben, oder? Wie sieht's aus? Ach, es geht. Hier sind übrigens Bananen, Holzbretter und alles mögliche andere Gedöns. Mhm. Ja, komm ich das auch mal. Nicht mehr viel. Wo ist denn der Schädel jetzt? Einen habe ich zurückgebracht. Ja, wo ist der zweite? Wie, habt ihr den zweiten nicht? Hast du den zweiten Schädel? Ich hab den in Captain zurückgepackt. Ja, dann. Ah ja, die sind beide hier, alles klar. Ja, auf. Gibt's hier noch was auf der Insel? Holzbretter, braucht man davon viele? Schiff in Sicht und zwar recht genau im Süden. Schiff in Sicht und zwar ein großes. Entern wir das? Ja, oder? Wir können es probieren. Können wir angreifen? Aber wir haben's. Wie wertvoll sind denn zwei Schädel? Oder versuchen wir die erstmal in die trockenen Tücher zu bringen? Also 2000 hätten wir damit sicher schon. Ja gut, dann schauen wir, dass wir die zurückkriegen. Na, sammeln nicht voll das Risiko, Leute. Ja, wenn die auf uns zukommen, dann... Wir haben doch Kanonen. Wir fahren erstmal zur nächsten Insel. Wo können wir die denn verkaufen? Direkt vor uns? Nee. Wir müssen noch zwei Inseln abklappern. Hm. Das heißt, Anker lichten und weiter. Ja gut, okay. Anker lichten, jetzt ich kommt her. Du musst mich doch nicht immer allein machen. Wir helfen. Ja, jetzt machen wir erst zu dritt hier. Drei... mannstarke Männer. Ja. Ist jeder drei Mann stark? Ja, jeder ist drei Mann stark. Ja. Du bist drei Mann und zwei Hamster stark. Sehr gut. Also 3,00001. Ja. Ich glaube, das Schiff, ich sehe es nicht mehr. Kann man, also kann ich jetzt hier nicht die Bretter lagern, was soll die Scheiße? Doch, das geht schon. Ich muss die zuerst auswählen, das halt. Ah, da. Was bringen Holzbretter, um das Schiff zu reparieren, oder was? Ja, ja, wenn ein Loch drin ist, Löcher fliegt. Was öfter passiert, als man glaubt. Mhm. Ich spiele jetzt auch Musik. Wir fahren total gegen den Wind, das ist echt doof. Passiert. Warum machen wir das dann? Weil, keine Ahnung, was geht. Ich weiß nicht, ob das im wirklichen Leben auch so funktionieren würde. Ich bezweifle es, aber wir machen es. Ja, wo, wie soll das im echten Leben auch funktionieren? Ich meine, womit treibt gerade dieses Schiff überhaupt? Gedankenkraft. Mit der Kraft unserer Musik.
Das hört sich ja an. Unserer Liebe. Zwei verschiedene Lieder. Mit der Kraft in unserer Musik. Wir haben aber auch nur 8 Kanonenkugeln, das ist ein bisschen wenig, oder? Ich hab 10 Kugeln im Tag. Die ganzen Kugeln sind auch schon in den Kanonen geladen. Weiß eigentlich irgendjemand, wo wir hinfahren und hingehen wollen? Ja, keine Ahnung. Castaway müssen wir. Castaway Eis. Reiten machen den Anker, so setzen ihr Banausen! Ja, ja. Ja, wir sind ja jetzt schon dort. Nein, so rum. Das ist Banause hier. Was? Willst du dich hier auflehnen oder was? Du bist gleich hier von der Planke geschubst. Schubsen. Was? Wir sind ewig weit weg. Warum habt ihr denn schon? Wer hat denn den? Tom, komm her, du wirst jetzt von der Planke geschubst. Ja, ihr sagt Anker lichten und dann lichtet dich an. Los, ja, auf auf die Planke mit dir. Oh, Leute. Du musst noch die subtilen Nuancen unseres Piraten. Daseins. Gebaren. Du könnt verstehen. Du fliegst jetzt trotzdem von der Planke, komm mit. Hier gibt's gar keine Planke. Doch, hier! Los, rauf da, los! Jetzt los, komm, spring! Wir müssen erstmal diese komischen, lächerlichen Skelette kaputt gemacht werden, los. Die ja eh keine Chance haben. Okay, jetzt hast du den Anker. Dann fahren wir noch ein bisschen weiter. Komische Versager-Skelette. Hier rechts, da? Noch. Ach, ihr seid schon drauf? Wir sind schon drauf. Dann geh ich kurz auf die Insel. Wer hat gerade meine Kanonenkugel geschossen? Ich nicht. Ja gut, wo bleiben jetzt dieser große Mörderbastard? Müssen jetzt in die Mission sind echt nicht wirklich so mega abwechslungsreich, habe ich das Gefühl. Sind sie auch nicht. Einzige, was vielleicht auch abwechslungsreich ist, ist der Raid und hat der Kraken. Oh mein Gott, wir müssen den Kraken besiegen. Ist das, was wir hier tun, der Raid? Nee, der Raid ist so eine Totenkopfinsel. Es wird so eine riesige Totenkopfwolke ist über so eine Insel dann. Aha, und was passiert da? Ja, da kriegt man richtig geilen Loot. Da kämpft man 15 Minuten lang und kriegt so dermaßen geilen Loot. So geilen Loot, dass man nie mehr Loot draufsuchen muss. Genau. Man ist der König der Piraten. Das One Piece haben wir dann entdeckt. Und ich teleportiere mich da oder irgendwo anders hin. Ich habe hier einen Schädel, ich bring ihn mal zurück. Okay, ab zur nächsten Insel. Wir werden König der Piraten! König der Piraten! Das wäre ich, denn mein Name ist Ruffy. Dein Name ist Luffy. 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 Gold Roger ist doch der König der Piraten. Ja, aber was? Gold Roger. Ja. Aber er ist jetzt tot, also ist er kein König mehr. Er war. Er war, ja, er war. Er ist jetzt tot, auch König. Habt ihr das etwa angeguckt? Alle 5 Milliarden Episoden, die es gibt? Nee, ich hab nur bis Folge 400 geguckt, dann wurde es mir langsam mit den Fillern zu blöd. Es tut mir echt leid, dass du so viel Kacke geguckt hast. Vielleicht ich hab, glaube ich, bis zum nach. Ja, ich hab den Enelag durchgehauen und dann habe ich, glaube ich, ab 800 mal wieder angeguckt. Na, ich hab die Filler halt alle immer übersprungen quasi. Anker wenn ich gesehen hab, was passiert ist. Und dann habe ich halt nur die Folgen geguckt, die Story relevant sind. Ja, ist auch besser so. Mal, die guckt, die es da gibt, die waren vielleicht 300 Story relevant, wenn überhaupt. Ich sehe ein ich Schiff. Muss sagen, da ist ein Schiff Zeichen. Auf Südost am Horizont. Ich muss ja sagen, dass der Zeichenstil von One Piece sich echt verschlechtert hat. Hey, wie wär's, wenn wir nach Osten zu dieser Insel fahren und die Schädel verkaufen? Das müssen wir noch machen, oder? Ja, aber dann ist da noch eine Insel, wo wir Schädel abholen können. Ja, wir müssen erst nachher. Ja. Die Suche nach Wissen in uralten Knochen enthüllt Geheimnisse lang unausgesprochen. Captain Andy Blastable. Zuletzt wurde Snake Island heimgesucht. Gehütetes Wissen kehrt nun endlich zurück. Das Geheimnis lüftet und mit reicher Beute. Ihr habt die Schädel hier einfach auf den Boden gelegt. Ja, du kannst sie ja schöner platzieren, wenn es dir Spaß macht. Ja, tut mir noch deine Kiste oder so. Hasserfüllter, ehrenloser und garstiger Kopf. Ja, beziehungsweise Schädel. Okay. Einer muss gleich den Anker setzen. Ja, ja. Wir werden beschossen! Was, fuck, ich bin runtergefallen! Was zur Hölle? Leute, stopp mal bitte! Irgendjemand hat mich am Boden geschubst! Nein! Alle Mann an die Kanonen! Was zur Hölle? Was war das? Wie kann man mich schon mit der Kanonenkugel Scheiß treffen und dann nicht töten, sondern vom Boot schubsen? Setz den Anker! Ey Leute, wartet auf mich! Bist du jetzt ein Wahnsinn? Setz den Anker! Oh mein Gott! Hä? Sind das menschliche Spieler?
Nein, wir gehen unter! Ist das ein Online-Spiel oder was? Also, ich spiele. Was? Ja. Wir haben Wasser. Wir haben repariert. Wasser unten. Ich repariere. Haben wir noch mehr Lecks? Nee, bloß diese eine. Okay, alle mal zum Angriff! Hier oben zwar noch, aber da läuft nicht. Ich hab das Leck repariert. Ich hab Töte Schäden jetzt Gesinde. Mal schön platziert, Big Daddy. Kannst du mal schauen, ob dir das passt. Wartet noch bitte auf mich, nicht weiterfahren! Leute, warum spielt eigentlich niemand das Wasser aus dem... Oh, okay, jetzt weg. Gut. Gute Arbeit. Oh, ich habe ein explosives Fass gefunden. Wieso zur Hölle fährt das Schiff weiter? Der Anker nicht gesetzt. Hä, wie zur Hölle geht das, dass man einen einfach mit einer Kanonenkugel Leute, vom Schiff Leute, kann? Unser Schiff wird weiter zu... läuft weiter zu. Voll. Ja, ich immer eins davon. Es läuft zu, alles klar. Zu? Bin gleich da. Ich weiß nicht mal, von wo die geschossen haben. Das Wasser. Wir haben von links geschossen, also keine Ahnung, warte mal. Von Osten. Waren das jetzt menschliche Spiele? Von Nordosten ungefähr da. Irgendwelche komischen Kackskelette. Die können auch schießen. Haben die mit Kanonen geschossen oder was? Unglaublich. Oh fuck, jetzt greife ich noch einen Hai an und bin tot. Als ob ich jetzt 2 Sekunden vor diesem Kackboot noch von einem Hai getötet werde. Das ist ein Schiff! Wo? Ein Schiff! Wo? Nein, ich meine, das ist kein Boot, was wir fahren, ein Schiff ist das! Ach so. Banause! Ist doch scheißegal, wir ein Boot oder ein Schiff fahren. Das Boot ist klein, Schiff ist übrigens groß. Direkt voraus ist ein anderes Schiff. Seid ihr jetzt eigentlich auf der Insel und holt das Zeug? Keine Ahnung, ich finde die nicht. Ich habe ein explosives Fass jetzt dabei. Ja, bring's zurück. Was suchen wir denn überhaupt auf der Insel? Ja, tote Leute ist halt. Und dann wollen wir ihre Köpfe haben. Genau das gleiche wie dieselben Inseln. Ich sehe hier ein Muster. Wo ist jetzt ein Schiff? Island. Also okay, Snake Island sind irgendwie 3 Inseln. Okay. Direkt voraus ist ein Schiff. Ich glaube, Alien Hunter hat's im Blick. Ja. Da sollten wir uns drehen, damit die Kanonen richtig positioniert sind, oder? Also ich gehe mal auf die Insel direkt hinter uns am Heck. War da schon einer? Nö. Ich komme mal mit. Hier sind irgendwelche Schweine. Wie weit ist das Schiff entfernt? Ziemlich am Horizont. Okay, dann. Vorsichtig gibt's Schlangen. Können wir die Schweine töten? Musik spielen! Einfach Musik spielen, dann greifen sie euch nicht an. Wirklich? Die Schlangen? Einfach Musik spielen. Spielst du Musik? Hier oben sind Fässer mit. Moment mal, ist das hier ein Schatzkarte? Müssen wir den Schatz suchen? Schatzkarte? Oder? Nein. Oder? Nee. Wir suchen halt die... Völlig abwegig, dass wir schätzen. Wie legt man Sachen ab? Mit X. Gut. Dann lass uns mal die Fässer nach hier unten tragen. Von dem Schiff lang. Wow. Jetzt kommen die Skelette. Jetzt kommen die Skelette. Wer hat da gerade geschossen? Ein Skelett hat auf mich geschossen. Wo seid denn ihr? Noch auf der Insel? Ich bin noch auf der Insel. Noch auf der Insel, da irgendwie. Und ich bin in einem Ladescreen auf einmal. Bist du gestorben? Tot? Nein, kann nicht sein. Ich wurde von nichts angegriffen oder so. Hatte ich eine Schlange getötet? Ah, ne, Verbindung zum Server verloren. Ah. Wow. Könnt ihr mich noch einladen? Ne, ich glaube nicht. Ich muss eine neue Sitzung aufmachen. Oh, ne, jetzt. Oder? Auch. Ich versuche einfach mal rein zu joinen. Ich muss einfach mal rein. Ich muss wissen. Warte. Schaluppe?
Nee, ich lade dich jetzt einfach mal ein. Das geht, da. Nee, geht nicht. Ich kann dich nicht zum Spielen einladen. Mal gucken, ob ich Freunden beitreten kann. Behalten wir unsere Schädel, wenn wir wieder rausgehen und wieder reinkommen? Nö. Wir können sie ja eben schnell abgeben und dann neu aufmachen. Oder wir machen die jetzt. Sie mal schnell ab. Ja, dann alle auf dem Schiff und dann geben sie dem ab. Ach du Schande. Schlange hat mich gebissen. Nicht schlimm. Einfach das raussaugen. Raussaugen? Mit natürlich. Der Banane? Nein, mit dem Mund. Okay. Oder mit der Waffe. Einfach reinschießen. Das schon jetzt auch. Das heilt alles, glaubt mir. Ja, das ist bekannt. So, wo ist denn der nächste Außenposten? Links von uns. Sieht so aus, als wäre da was. Ja, genau. Südlich von uns ist einer. Na dann, okay. Wo ist denn der Alien Hunter? Oh, Alien okay. Hunter? Oh, so. Oh, da ist er. Ich schau. Na ja, gut, Tom, wir holen dich gleich wieder rein. Das ist super, natürlich danke. Eine super Sache hier mit dem Spiel, dass man das nicht weiter, dass man nicht mehr reinkommt. Ja. Nicht optimal durchdacht, das nicht Ganze. Nicht sehr durchdacht, ja. Ja, ach, wahrscheinlich sind wir bloß zu blöd. Ich dachte, wir müssen nach links fahren. Warum fahren wir nach rechts? Warte. Wir müssen in den Süden. Ich habe so das Gefühl, jetzt gewöhnt wir uns. Ja gut, okay, dann hat er den Süden. Süd-Südwest müssen wir. Fahren wir schon wieder gegen den Wind. Ich glaube, den Zeitpunkt mal die Aufnahme zu beenden. Ja, auch jetzt bringen wir noch die Schädel zurück. Alles gut. Alles klar. Die Leute finden euch ja ganz toll. Ja, ne? Sie wollen immer mehr haben. Immer mehr. Vielleicht lag es aber auch nur an das Kochen. Wir werden sehen. Nee, nee, den wollte das ja keiner sehen, den alten Opa. Oh Mann. Vergesst nicht, Ascopa Sport 42 Kanal zu besuchen. Wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt. Um Videos zu machen. Mit echten Nein. Menschen. Und was sind Menschen? Mhm, mit Menschen. Kann man die essen? Kamera. Ja. Das kann man. Oh. Geil. Übrigens Schiff auf Ost. Am Horizont. Entfernung? Horizont. Alles klar. Na gut, aber die sind zu weit weg. Ja, das interessiert uns erstmal nicht. Wie viele Schädel haben wir? Ich glaube 3. Okay, das reicht. Jeder nimmt einen und dann. Ich knall jetzt einfach gegen die Insel, jeder nimmt einen und nimmt die ab. Ja, 3. Okay. Jeder nimmt einen. Wo sind die Schädel? Wurde die hingelegt? Oh, da. Ja, ich hab die da auf das. Mit schöner Ausschau. Sehr gut. Jetzt könnten wir mal den Anker. Einfach nein, was wir brauchen keinen Anker, wir fahren einfach voll rein. Okay. Was zur Hölle, das hat mir jetzt sehr viel Schaden gegeben. So, geht doch. Schon sind wir da an Land. Diese Rumschädel. Schnell, irgendwer muss den dritten Schädel nehmen. Ich hab den ersten. Ich bin durch die Explosion gerade gestorben. Oh nein! Was für eine Explosion. Schiff ist gleich weg. Na, der Schädel ist fort aber nicht. Das Schiff ist gleich weg. Wo verkauft ihr das Ding denn? Beim Seelenhändler. Wo ist der? Ich hab den anderen Schädel jetzt. Ich hab einen am Strand deponiert. You're right then. Stay lucky. Das sinkt der Köttl. Wie kann der denn sinken? Der ist doch an Land. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sure. I sense your fear. Hm. Think twice before returning. Anything you want to tell me? Sure, my jersey is always open. Okay. Ich sehe nicht, bei wem ich das kaufen kann. Unser Schiff ist immer noch in gutem Zustand. Wo ich stehe. Wo du stehst? Okay.
Ich komme hier nicht mehr rauf. Ah, jetzt, oder? Nee, okay. Oh, ist einfach. So, und jetzt ist es weg. So, wo ist der letzte Schädel? Hier. Der liegt hier irgendwo am Strand. Ja, gut, gut, dass du ihn hier platziert hast, sonst wäre er jetzt weg. Nee, nee, die despawnen nicht, die schwimmen einfach an der Oberfläche. Ja, aber die spawnen dann trotzdem noch. Na gut, dann alles haben wir alles klar. Abgegeben. So, dann starten wir jetzt eine neue Runde, damit auch Tom wieder dazu kann, der Arme. Ja. Dann wurde verbannt. Fürs Zusehen, hochverehrte Zuschauer, bis zur nächsten verbuggten Runde von Sea of Thieves. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.